Hallo und herzlich willkommen beim Oldtimer Studio 21. In dem heutigen Video erfährst du, wie man als DDR-Bürger Westprodukte bestellen konnte. Allerdings mussten ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Und wenn du wissen möchtest, wie viel Geld Genex Geschenkdienst GmbH tatsächlich verdient hat und in welche Partei die ganzen Gewinne geflossen sind, das verrate ich dir am Ende vom Video. Also unbedingt dranbleiben. Die Genex Geschenkdienst GmbH war eine am 20. Dezember 1956 auf Anordnung der DDR-Regierung gegründetes Unternehmen. Es war eine der wichtigsten Devisenquellen der kommerziellen Koordinierung einer Abteilung des Ministeriums für Außenhandel der DDR. Hauptsitz war Ost-Berlin, Mauerstraße 86 bis 88. Anfangs diente es nur als Geschenkdienste für Kirchengemeinden. Die Bundesrepublik lehnte eine Ausweitung auf Privatpersonen ab, um der DDR keinen Zugang zu Devisen zu verschaffen. Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 wurde das Geschäft aber weiter ausgeweitet, sogar nach Dänemark, über die Jauer Food AG in Kopenhagen und in die Schweiz über die Palatinus GmbH in Zürich. Das Unternehmen vertrieb einen Katalog mit dem Titel Geschenke in die DDR, aus dem die Bürger der Bundesrepublik Waren bestellen und mit D-Mark bezahlen konnten, die direkt an ihre Verwandten und Bekannten in die DDR versandt wurden. Die Waren im Katalog waren zu etwa 90% aus der DDR-Produktion. Neben Lebensmittel- und Konsumgütern wie Möbel, Kosmetik, Kleidung, Werkzeug und HiFi-Anlagen konnte man aber auch Motorräder, Autos, ohne die sonst übliche mehrjährige Wartezeit, Campingwagen und sogar ganze Fertigteilhäuser, die sogenannten Neckermännerhäuser, bestellen. Neben Krafträdern von MZ und Simpson sowie zum Beispiel 1986 einem Yamaha-Motorrad gab es die ostdeutschen Autos Trabant, Wartburg, auch als Pickup und Barkas, sowie osteuropäische Fahrzeuge von Skoda, Polski, Fiat und Lada, die in der DDR als bessere Wagen galten. Aber man konnte auch ausgewählte Modelle von westeuropäischen Automobilkonzernen verschenken. So wurde beispielsweise im Katalog von 1986 ein Fiat Uno 60 Super, Renault 9 GTL, Ford Orion, VW Golf, VW Passat und der VW Transporter angeboten. Auch die Marken Mazda, BMW, Lancia und Volvo gab es zeitweise im Angebot. Hierbei war zu berücksichtigen, dass bei einigen westeuropäischen, japanischen Marken die Ersatzteilversorgung nur für 5 Jahre gegen Mark erfolgte, danach nur noch gegen frei konvertierbare Währung. Den Beschenkten entstanden keine Kosten, die sonst schwer erhältlichen Waren wurden ohne große Wartezeit, bei Autos beispielsweise nur 4 bis 6 Wochen, direkt an die DDR-Bürger geliefert. 1962, 1963 kostete beispielsweise ein Trabant 3.760 Mark, ein Wartburg 5.800 Mark, ein 140 Liter Kühlschrank 740 Mark und eine Waschmaschine 580 Mark. In den 1960er Jahren war ein Zentner Brikett für 6 Mark 35 und ein Liter Benzin für 78 Pfennig zu haben. Die Preisgestaltung gestaltete Genex im Laufe der Jahre dynamisch. So betrug 1967 der Preis für den nach wie vor baugleichen Trabant 4.430 Mark und 1988 dann 7.500 Mark. Ein weiteres Beispiel ist der DDR-Waschvollautomat WVA 66 aus Schwarzenberg im Erzgebirge. Diese Waschmaschine kostete in der DDR im Jahr 1967 meist nach einer Wartezeit rund 2.600 Mark. In der Bundesrepublik Deutschland gab es dasselbe Gerät bei sofortiger Lieferung im Versandhaus Quelle unter der Handelsmarke Privileg für 498 Mark und bei Genex ebenfalls sofort für 820 Mark. Ab 1983 waren in der DDR via Genex Fertighäuser, im Volksmund Neckermannhäuser genannt, in 3 Ausführungen zu haben. Die Preisspanne reichte von 96.000 Mark bis 113.000 Mark. Der Aufpreis für das aufgebaute Dachgeschoss und den Keller belief sich auf rund 50.000 Mark. Die garantierte Lieferzeit betrug 8 Monate. Insgesamt rollten auf den Straßen der DDR
42.313 Fahrzeuge der Marke Wartburg, 39.269 Trabant, 11.486 Lada und 13.332 VW Golf, die exklusiv bei Genex bestellt und in D-Mark bezahlt worden waren. Mit jedem dieser bei Genex gekauften und kurz darauf abholbereiten Personenkraftwagen wuchs zugleich die Wartezeit für den großen, nicht privilegierten Teil der DDR-Bevölkerung, die ohne D-Mark-Zugriff in solchen Größenordnungen und daher nur reguläre Zahler in DDR-Mark jahrelange Wartelisten bis zum Kauf oder Zuteilung eines privaten Autos zu erdulden hatten. Die Genex-Autos stammten aus den festgelegten staatlichen geplanten Produktionen bzw. Importkontingenten. Wer weiß, wie lange man auf ein Auto gewartet hat, wenn man es regulär in der DDR bestellt hat? Der offizielle 1:1 Wechselkurs von Mark der DDR zu deutschen Mark wurde in den Genex-Katalogen nicht eingehalten. So kostete beispielsweise ein Trabant 601 etwa 8000 Mark, sonst über 10.000 Mark. Und ein Wartburg 353 etwa 9.000 Mark, sonst 20.000 Mark. Erhielt die DDR im Jahr 1962 via Genex aus der Schweiz und Dänemark 12,3 Millionen D-Mark, waren es 1963 schon 16,6 Millionen D-Mark. Nach einer Statistik der Bundesbank sind zwischen 1967 und 1989 den Genex-Vertretungen einschließlich der Käufe von DDR-Bürgern und Organisationen 3,3 Milliarden D-Mark zugeflossen. Laut der Tageszeitung Neues Deutschland vom 14. Juni 1990 belief sich das Bilanzvermögen von Genex am 31. Dezember 1989 auf satte 44,1 Millionen D-Mark. Klaus Behling bezeichnet im Jahr 2019 Genex als Geldmaschine und nannte folgende Zahlen. Von 1968 bis 1988 erwirtschaftete das Unternehmen netto 2 Milliarden 358.297.405 Mark 77 DDR-Mark. Alle Erlöse, die Genex in DDR-Mark erwirtschafteten, gingen in voller Höhe tata in die SED-Kasse. Von 1981 bis 30. November 1989 erzielte Genex Valutamarkt Gewinne in Höhe von 1 Milliarde 93 Millionen 166.700 D-Mark. Rund ein Drittel davon floss an die Abteilung Finanzverwaltung und Parteibetriebe beim Zentralkomitee der SED. Die verbleibende Summe in der DDR Staatshaushalt. Im zweiten Halbjahr 1990 firmierte Genex als Havers GmbH. Die Treuhand beschloss im Einvernehmen mit der unabhängigen Kommission im Mai 1991 deren Liquidation. Sie dauerte bis Oktober 1997. Nach Abzug aller Kosten betrug der Gewinn 98.733 D-Mark zugunsten der Treuhand. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Bitte Kanal abonnieren und Daumen hoch nicht vergessen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.